Da kommt doch rein gar nichts Richtiges an, oder? Noch nicht mal an... Ah, doch, da. Wollte gerade schon sagen. Will er mich jetzt verarschen? Tech-1-Fregatte? Okay, sehr schön. Weiter. Oder das waren alles so Low-Tech-Sachen. Jetzt will er es wissen, hä? Jetzt will er es wissen. Und auf der südöstlichen Insel kann er ja nicht sein. Wenn er da unten wäre, wäre das Spiel ja schon relativ recht schnell vorbei. Wie lange seine Schiffe im Flieger im Gegensatz zu meinen aushalten, immer, ne? Komisch. Sehr komisch. So, Commander, du musst da rüber. Ich hoffe, dass es hier... Ah, vielleicht haben wir ja bis dahin genügend Kanonenboote. Was will ich so viel nutzen? Dann machen wir mal sowas. Dann haben wir auch ein paar Jäger mit dort hinten dabei. Ich würde sagen, das ist ein guter Deal. Schneller. Wesentlich schneller. Da geht der Schild runter wie sonst noch was. Oh, auf! Commander wird angegriffen. Halleluja! Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Also das ist doch, das finde ich jetzt. Also das ist doch. Nein, nein, nein. Also das ist doch wirklich mies. Toll, super. Ich mache deine Aufnahme und ich krieg nichts zustande. Das ist peinlich. Das ist, sag mal, das ist doch, also. Hallo? Pff, das Spiel will mich heute trollen. Operation ist fehlgeschlagen. Bla, 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 bla. Weiter. Auf Neues. Ey, jetzt will's nicht. Ist letztes Mal so schön gelaufen, ja? Den ganzen Stress ohne Probleme überlebt. Und jetzt kriege ich das nicht hin? Will mich das Spiel echt ärgern? So, pass mal auf, Kollege. Schnapp dir den da mal. Die Frage ist, langt dein Strahl so lang? Das war klar. Dann geh mal nach. Weil dann hätten wir da hinten zumindest einen MBF. Nicht MBF. Dann hätten wir da hinten zumindest einen Techniker. Den wir für unsere Dinge benutzen können. Sie sind ein Fanatiker. Klappe. So. Sprich, du hier. 2:1. Das ist in Ordnung. Wir machen nochmal 2 zusätzliche dahin. Du, mein Freund, bleibst... Ach, den haben sie weggeschossen. Ah, jetzt hat... Ergibt das Sinn. Machen wir hier nochmal sowas. Ich hätte da schon gerne eine Verteidigungslinie. Und du, mein Freund, kümmerst dich gerade mal um das Schifflein. Das Schiff. Das da, komm. Oh, perfekt. Okay. Und ansonsten Stellung halten, ne? Macht, was er wollt dort oben. Das ist mir egal. Toll, super, dass das geklappt hat. Schön, dass wir drüber gesprochen haben, ne? Ich glaub's nicht. Da runter, hopp, folgt dem Mann. Oh Mann. Ist ja abartig. So, machen das mal gerade ein bisschen schneller. Jetzt hat er da unten wahrscheinlich schon eins. So, nimm ihn. Nimm ihn. Und danach gleich ihn. Ich verrenke mir hier noch den Arm. Wird das heute noch was? Toll, super, den müssen wir auch noch klauen. So, ihn. Oh, oh. Machen das so. Ob das was wird oder nicht, das sehen wir dann beim Licht. Ich sollte es wahrscheinlich laden und speichern. Ne? Ja. Jetzt lade ich mehr wie Utwin in seinen Let's Plays. Hi Utwin. Oh mein Gott. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, nein, Utwin lädt nicht. Nein, Utwin. Würde sowas nie tun. Ich glaube, der kennt das gar nicht.
So. Jetzt. Alles nur, weil ich diesen blöden Techniker nicht bekommen habe. Mann. Weil ich zu blöd bin, die richtige Maustaste zu drücken. Das muss man sich mal überlegen. So. Das hätten wir wieder. Dann, bitteschön. Sie sind ein Fanatiker. Ja, ich weiß. Ein Fanatiker. Bla, 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 bla. Du kannst mich nicht leiden. Bla, 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 bla. Du hattest eine schwere Kindheit. Bla, 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 bla. So. Hätten wir das. Okay. Du unterstützt ihn. 2 zu 1 ist die Devise. So, du, mein Freund, überlebst bitte diesen blöden, dämlichen Marineangriff da, ne? Du willst mich doch nicht verarschen. Du baust das da hier. Commander, ich habe eine tolle Aufgabe für dich. Glaubst mir oder glaubst nicht? Du darfst dir diesen Techniker krallen. Mal nur so. Und ich würde sagen, weil es gerade so lustig ist, speichern wir, weil ich habe einen Erfolg gemacht. Ich war in einer Sache erfolgreich. Die Frage ist, wie war ich dann wirklich erfolgreich? Nein, 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 fahrt nicht weiter runter, bitte. Mach das da kaputt. Das ist mir lieber, ja? So. Hätten wir das. Das da oben hat schon wieder nicht geklappt. Das ist doch super. Okay, jetzt können wir aber hier oben zumindest das machen. Bauen das auf und gönnen uns danach ein paar von denen. So, jetzt haben wir da oben zumindest schon mal einigermaßen was geschafft. Als nächstes hätte ich gerne ein bisschen Flak. Mein Gefühl sagt mir nämlich, ich muss mich mit meinem Commander ab und an etwas zurückziehen. Während meine Schiffe hier wieder natürlich netterweise niedergeschossen werden. Okay, die Fake-Flotte kommt. Ich falle nicht wieder auf euch rein, ne? Wer feuert denn da so weit? Ich meine, ihr seid doch alles Tech 1. Haltet nicht besonders viel aus und seid eigentlich nur nerv. Nicht mehr, nicht weniger. Wir können mal die Kanonenboote dazu holen. Ich mache Masse miese. Das ist eher schlecht. Hab ich meinen... Hab ich. Okay. Sehr schön. So kann man seine Kanonenboote natürlich auch verheizen, wenn man sein Schiff doch irgendwie versuchen will zu retten. Okay, die Jäger müssen das nicht mehr machen. Von was werden die fliegen? Ah! Vivian, Verteidigungstechnologie ist am Start. Sehr schön. Wer feuert denn da unten? Ah! Schiffe sind wieder da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das lobe ich mir. Okay. Er macht, das ist sehr gut. Die beiden sind auch da. Ihr seid dann zum Reparieren meines Commanders einfach ab. Werde dann abkommandiert. Wir haben jede Menge freie Ressourcen. Durchaus nicht schlecht. Du dürftest, was mir eigentlich vollkommen egal ist, wir bauen lieber nochmal 5 kleinere Techniker. Das geht auch. Mit ihm gehen wir jetzt ein bisschen vor. Er ist noch am Upgraden. Okay. Ja, wir versuchen es nochmal. Jetzt kann ich ihn ja reparieren. Jetzt ist es ja nur noch halb so schlimm. Halb so schlimm vor alledem, ne? Und ich kann mich da zurückziehen, falls irgendwas Schlimmes passiert. Was hundertprozentig passiert. So. Er hat auch gelacht. Der und seine blöden Techniker. Er macht dasselbe wie ich. Baut, wenn irgendwas kaputt geht, natürlich sofort wieder auf. Hier oben. Da sind die schlimmen Feinde. Ja, da sind die schlimmen Fahrzeuge. Da sind die schlimmen Fahrzeuge. Triffst du die nicht? Pfeifenmühle.
Aha. Sehr schön. Alles wieder aus. Alles wieder aus. Hier unten die Techniker mal wegmachen. Und zwar dann natürlich ein Schildfahrzeug da noch runtergebracht. Sehr schön. Commander wird angegriffen. Okay, Rückzug. Hier hin, da lässt sich dann schön reparieren. Das wäre mir sehr viel wert. Bleib. Achso, halt ja, nee. Du musst ja zurück. Genau, stimmt. Weil die Genossen, die können natürlich. Die Frage schlechthin, können die dich reparieren unter Wasser? Ah, das wäre jetzt nerv. Das wäre nerv. Wie sieht es hier unten aus? Mittlerweile einigermaßen passabel. Mehr Fortschritte wie oben. Sehr lobenswert. Kriegst du die da hier unten schon? Ja. Warum nicht? Dann kommt ihr mal dazu. Ihr müsst meinem Commander gleich helfen. Wie sieht es hier oben aus? Ich glaube, die haben einen getötet. Lädt sich da ein. Ja gut, der Schild braucht eine Ewigkeit bis. Na. Der Schild braucht natürlich eine Ewigkeit, bis es sich wieder auflädt. Ja, ja, persönlich ein Schild. Die Frage war jetzt halt die, ob man sehen darf, wo was ist. Okay. Passt. Ist ein bisschen ungeschickt, aber okay, was soll's. Geh mal dahin dann halt eben. Ihr geht mal nicht allzu weit nach vorne. So. Ihr hier. Weiter, weiter, weiter. Weil vor allem, es wird ja noch nicht die letzte Schlacht gewesen sein, ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Bomber. Sag mal, warum baut der eigentlich so langsam? Machen wir noch einen Jäger dazu. Ihr unterstützt jetzt den hier. Eigentlich hattet ihr eine andere Aufgabe. So, und du, mein Freund, fährst jetzt einmal darauf. Was macht er da wieder? Egal. Und machst mir hier einfach mal gerade ein bisschen mehr. Was ist das da? Opfer. War das schon immer bei den Dingen da? Hätte ich echt mal übersehen? Ich weiß ja, dass ich eine Mission gehabt habe, wo ich ja tausende von den Dingern da hatte. Dann gar nicht gewusst habe, was will ich jetzt eigentlich mit all dem anfangen? Jo. Könnte ein bisschen hässlich enden für meine Schiffe, aber da unten ist soweit eh, glaube ich, nichts mehr. Von Belangen. Nö, da ist. Oh! Arnold! Hallöchen, ist das die Mission vielleicht? Der Gegenpart zur Mission 1? Na gut, wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. Das nutzt mir jetzt recht wenig. Ich muss jetzt warten, bis die Flotte weg ist und dann schicken wir einfach die ganzen restlichen Bomber da rein. Die sollen sich um das alles kümmern. Arnold da unten schön im Wasser ist. Sehr schön. Ja, spazieren. Ich hätte nicht gedacht, dass er da unten ist. Ich wäre eher wirklich der Meinung gewesen, er wäre da oben. Was machen die? Die Kanonenboote und die Jäger machen sich auf den Weg zu mir. Yay! Und die Kanonenboote bleiben blöd stehen. Nein! Ein paar zumindest wohl. Was abkriegen, allerdings nur ein paar. Okay, das Kanonenboot und das Kanonenboot da oben ist Geschichte. Ja, komm schon. Es ist ein bisschen herb. Nur ein bisschen. Friesisch herb. Die zwei. Ja, rein theoretisch müssten ja die zwei Abfangjäger damit zumindest klar werden. Ritter, der Avatar erwartet, dass der UEF-Commander durch ihre Hand stirbt. Chor Ende. Ah, durch meine Hand. Ja, dann muss ich den hier tatsächlich wieder runterholen. Hallo. Du musst da unten das Ding ja erst wieder wegmachen, wenn da oben das Schiff die Arbeit übernimmt, die ich übernehmen wollte.
Mann! Ach so, halt, das machen wir so. Und wir schicken... Nein. Ach, halt. So hin. So, 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 so. Und hast du nicht gesehen? Das sollte so einigermaßen klappen. Meine Bomber machen einen exzellenten Job. Das muss man sagen, ne? Schaffen die das jetzt? Irgendwie ja nicht, ne? Naja, gut. Okay, sie haben ihren Angriffsbefehl. Was soll's? So, so. Doppelklick für einen koordinierten Angriff. So war das genau. So, so und so und so. Und jetzt macht das. Das nennt ihr einen koordinierten Angriff? Hallo? Das ist... Nein, nicht wirklich ein koordinierter Angriff. Wenn er jetzt gewartet hätte, eher im Schussreichweite dafür geht, hätte ich noch gesagt, okidoki. Der ist soweit fertig. Wisst ihr was? Wir sind einfach mal fies und machen das da. Wenn's schon nicht klappt, dann halt richtig, oder? Marinebasis, Luftwaffenbasis, die Basis und besiegen sie den Commander der UAF. Ist alles kein Problem. Sag mal, meine Bomber machen aber auch irgendwie null Schaden, oder? Irgendwie nicht. Okay, es sind 1er-Bomber. Und das sind schon 2er Fahrzeuge und so Zeug, ne? Aber trotzdem. Irgendwie, irgendwo hört der Spaß hier mal auf. Eigentlich müsste ich hier... Du gehst da runter und baust mir... Das wollte ich gerade sagen. Sind das nicht die falschen Gebäude? Passt aber schon. Ich war jetzt gerade der Meinung, dass der immer noch die UAF-Sachen da anzeigt, ne? Der Techniker will nicht aufgeben. Oder die KI will nicht aufgeben, hier irgendwas zu reißen. Oh, mein Commander ist wieder repariert. Jihau! Wir schicken ihn nun mal langsam, aber sicher wieder Richtung Feindbasis. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, jetzt ist natürlich die Frage, die, wo ist er? Der Commander Arnold. Hier scheint er ja nirgends mehr zu sein, seltsamerweise. Ist er das da? Die Marinebasis liegt in Trümmern. Mhm. Ja, ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Er versucht zu fliehen. Komm an Land. So. Mhm. Ich hab's verstanden. Okay, ich habe es verstanden. Ich darf den tatsächlich selber nicht töten. Ich muss den tatsächlich selber töten. Okay, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Schön. Ja, ich habe immer noch keinen Schaden gemacht. Also dann nehme ich... Ah, hat ja auch diesen Schild. Ne? Ja. Okay, aber ich hole trotzdem meinen Commander dazu. Mein Schild ist, glaube ich, ein bisschen besser. Was haben wir denn da? Die Luftwaffenstützpunkte. Die vor allem. Den Luftwaffenstützpunkt. Die Endphase nähert sich. Sie werden verlieren. Schauen wir mal. Und seine Bomber machen natürlich Schaden, ne? Das ist klar. Alter. Herrlich, Explosionen. Jetzt kommt er mit seinen dämlichen Kanonenbooten da an. Allerdings, das kann ich auch. Kommt mal da runter. Mehr Schiffe dazu.
einfach mal alles angreifen. Das wird schon werden. Ihr kommt ebenfalls mal mit dazu. Und dann kriegen wir das hin. Die Kanonenboote schicken wir mal darauf. So. Luftverteidigung hat er hier auf der Insel nicht so viel, ne? Die, wo ich sehe, sollte ich vielleicht allerdings kaputt machen, ne? Wenn es nicht schon längst zu spät wäre für meine Jäger. Ah, das ist zum Heulen. Hier, Dunder. Das wäre nice. Oh, komm schon. Habe ich ihn? Nein, er fährt noch. Jetzt habe ich ihn. Kommt mal mit da. Wobei, nee, bleibt mal da oben. Ich hätte vielleicht auch das mal machen können. Wäre vielleicht etwas schlauer gewesen. 2 zu 1. Ich glaube, hier habe ich noch den Fehler, ne? Kriegen wir. So, Commander. Keine Ahnung. Was wir da machen könnten, wäre so nur zur Sicherheit das da. Ansonsten alles andere. Und wichtig, wo ist mein Commander? Ah. Da. Mach dich mal auf den Weg. Jetzt mach mal hin. Ja klar, das war so klar, dass die jetzt da hingehen. Ihr seid doch eine blöde KI. Du bist doch echt eine dumme KI. Wirklich eine dumme, 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 blöde KI. Nur um es mal gesagt zu haben. Weil ich kann jetzt mit meinen Abfangjägern einfach so kommen. Ja, du hast zwar auch Abfangjäger dort unten stehen und machst meine ganzen Massenfabrikatoren dort unten nieder, die da einfach mal rumgammeln. Das ist nicht witzig. Und wo ist denn hier eigentlich derjenige, der sammeln soll? Er repariert, ist auch in Ordnung. So, jetzt ist die Frage, wessen Abfangjäger gewinnen, seine oder meine. Auf der anderen Seite, da haben wir nochmal einen. So, du kommst jetzt mal da runter. Danach darf er halt diese Massenfabrikatoren bauen. Das war so klar. Wisst ihr, was wir machen? Ich mach's mal schlau. Und mach das mal so. Warum auch immer du hier bist, du machst das auch mal so. Und du... Tja, ah, da haben wir den Commander. Hallo! Jawohl! Und jawohl, wir bumsen ihn mal an. Komm mal da rauf. Und meine Hunde drehen durch. Oje. Oh ne, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab mich gespeichert. Ins Wasser! Oh, das war knapp. Das war mehr als nur knapp. Ja, wie will ich denn den knacken? Bitteschön. Aber das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir bei weitem gar nicht. Ich gehe da mal rauf. Das ist ja blöd. Meiner kriegt Leben dazu. Okay. Verliert er Leben, ist jetzt die Frage. Das ist, was ich mir jetzt nicht so ganz im Klaren bin. Das wäre nämlich... Ja. Okay. Der hatte dann doch nur ein Schild an. Also der ist doch ein bisschen perverser wie meiner. Aber nur leicht. Aber ich kämpfe hier auch mit... Ich finde das lustig, dass mein Commander übrigens unter Wasser brennt. Der UEF-Commander benutzt ein persönliches Quantum-Teleportations-Upgrade. Wir scannen, um seine Position zu orten. Chor Ende. Toll. Wir sind uns sicher, dass sie den UEF-Commander besiegen können. Chor Ende.
Okay, dann speichern wir. Jetzt habe ich echt schon gerade ein bisschen Panik gekriegt, dass das da nichts wird. So. Und ich muss mal kurz eine Pause machen. Ich will mal kurz gucken, was mit meinen Hunden los ist.